Okay, ich will ja ein bisschen mit Gebet anfangen, bevor wir dann. Herr, möchte Gott, wir danken dir, Herr, für deine große Gnade, Herr, du gehst in deinem Sohn, Herr, Jesus Christus, Herr. Das danke ich dir, Herr, dass wir durch das Blut, Herr, von deinem Sohn darf gerecht werden, von dir, danke vielmals für das, Herr. Herr, wir danken dir für deine Schrift, die du uns gehst, Herr, du uns heute leitest durch deine Schrift, Herr. Danke dir auch, dass wir dir täglich dürfen, deine innere Schrift begegnen, und dass wir dürfen wachsen und stark werden durch deine Schrift, Herr. Du hast den Nico leiten, Herr, durch den Kurs von Seele gewinnen, Herr, das alles bete im Namen von deinem Sohn, den Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Habe ich letztes Mal diesen Zettel gegeben, Tagebuch zur stillen Zeit? Schon, ne? Wer hat das noch nicht bekommen? Ich muss dabei Also das ist, was wir letztes Mal besprochen haben, eigentlich die Wichtigkeit, um jeden Tag das Wort zu lesen. Und du siehst hier, es gibt zwei Seiten. Die erste ist eigentlich das Tagebuch von dem Sonntag. Bei dem Kreis hat man Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch an der ersten Seite. Und dann die zweite, das gleiche, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und am Samstag da unten, da sehen wir bei Wochenergebnisse, worin hat mich der Herr diese Woche besonders angesprochen? Und wie kann ich diese Ergebnisse in meinem Leben praktisch umsetzen? Es ist ab und zu gut, dass du vielleicht sagst, ich möchte mal zurückschauen, letzte Woche, was der Herr mir so persönlich gesagt und gegeben hat, und das dann versuchen zusammenzufassen oder ein besonderer Gedanke, die daraus spricht. Und ich kann euch auch empfehlen, das zu tun mit euren Mann, Frau oder Kinder oder so. Dass ihr eine Kopie macht und sagt, weißt du was, morgen oder abends, ich denke morgen ist es besser, aber abends kann natürlich auch. Wir lesen zum Beispiel das gleiche Teil. Wir nehmen jeden Tag ein Kapitel oder so. Oder ein Buch durch die nächste Woche. Und wir machen ein paar Notizen und am Ende der Woche setzen wir uns zusammen und schauen, was Gott uns persönlich so gegeben hat. Und das ist schon gut, weil du siehst oft, dass, nehmen wir an, deine Frau oder dein Mann, die hat aber Schwierigkeiten mit stiller Zeit. Und du kannst so deine Partner ein wenig ermutigen, um Dinge anzuwenden, oder der andere kann sehen, wie du das machst. Oder es kann mit den Kindern tun. Und das sind einfache Dinge, aber Bibel lesen und Notizen machen, stiller Zeit. Einmal in der Woche eine einfache Studie machen, wir haben dann 1. Johannes 1, Vers 9 hier, und eine Bibelstelle lernen, das ist schon viel mehr, als ein Durchschnittschrist oder ein Bibelstudent überhaupt tut. Und das Wort, du fängst mit dem Wort an zu schaffen, und das Wort reinigt dich. Du musst nicht nachdenken. Dahinter haben wir noch 20 neue Versenmäppchen von dieser Orange, die sind da 5 Franken pro Stück. Ich kann euch ermutigen, ein oder mehr zu nehmen für Partner, die selbst, Kinder. Und dass jeden Tag oder jede Woche eigentlich eine neue Stelle zu lernen. Und dann, an der Innenseite haben wir dann und dann hast du hier das neue Vers für die Woche, erst schon das eine, sonst tust du hier. Und die andere, Johannes 16, 24 und 1. 5, Vers 11 und 12, tust du an dieser Seite. Und die neue, 1. Korinther 10, 13 und Sprüche 3, 5, die tust du an de andere Seite. Und dann kannst du einfach damit, also in een Fahrrad, im Auto, die Zeit auskaufen. Und du sollst sehen, du nützt es nicht mehr, um de eigene Gedanken gehen zu lassen, aber du disziplinierst dich, um deine Gedanken durch Gottes Wort reinigen zu lassen. Und Gott nochmals segnet immer sein Wort. Und wenn du diese persönliche Wandel mit dem Herrn ernst durchziehst, dann kann Gott auch Frucht geben, um auch einen anderen zu gewinnen und zu jünger zu machen. Wenn sie das Problem ist, und darum tun wir auch Jüngerschaft muss was mehr, ich kann dir schon 3, 4, 5, 10 verschiedene Arten und Weise geben, wie man jemanden zum Herrn führt. Nehmen wir an, dass du das tust, und da kommen vielleicht 2, 3, 4, 5, 10 Leute pro Jahr zum Herrn. Das ist schön. Ne? Aber wie weit folgen die Leute Christus nach, wie sie dich nachfolgen.
Das ist die Frage. Und wenn du nicht die Sache ein Gebetsleben, Bibelstelle lernen, eine persönliche Bibelstelle im Recht hast, kannst du auch nicht erwarten von einem jungen Christ. Und du kannst nicht von deinen Kindern erwarten, wenn du als Eltern das nicht tut. Du kannst nicht von den Schafen erwarten, wenn der Pastor es nicht tut. Also darum tun wir eigentlich nicht nur Seele gewinnen, aber auch eigentlich praktische Jüngerschaft. Und ist Monika die erste Einzige gewesen, glaube ich, die das noch nicht gemacht hat, vermute ich. Weil die anderen haben mochten, dann möchte ich auch noch einen Lad haben. Und du hast es gestern letzte Woche schon gehabt. Hast du es versucht, um es einzufüllen? Ja, habe ich versucht. Und was war deine Erfahrung? Meine Erfahrung war, der Herr hat mir gegeben, dass ein Glas halb voll ist und nicht halb leer. Also aus diesem Vers heraus, Moment. Vom 1. Mose, nein, vom 5. Mose 1, 26 und 27. Da wir wollen nicht hinauf und gehorsam dem Munde des Herrn, eures Gottes. Und murret in euren Gütern, sprechet, der Herr ist uns Gram. Darum hat er uns aus Ägyptenland geführt, dass er uns in der Amoriterhände gebe, zu vertilgen. Also er hat mir gegeben, dass ich weniger sprechen soll. Und mein Mann, vor allem mein Mann, das halb voll ansehen, nicht halb leer. Das ist ganz praktisch, oder? Amen. Ja, das ist es. Alle Männer denken, meine Frau muss unbedingt deze Woche auch, wenn man das 5. Mose 1 mal de fleißig studieren oder so, weißt du. Aber die Männer, wenn ihr die nächste Woche das mal versucht zu tun, dann ist es auch schön, dass ihr etwas zu sagen, zu melden habt über die Anwendung. Aber ein bisschen Anwendung, weißt du, das ist praktisch. Das ist, du kannst schon etwas haben, was lehmäßig ist, das ist wichtig, aber das Praktische muss Gleichgewicht halten mit dem lehmäßigen Zeug. Das ist ganz wichtig. Wenn es nicht der Fall ist, hast du so einen Kopf und so ein kleines Herzchen und dann wirst du stolz und hochmütig und hochnäsig. Und der Herr kann stolze Menschen Christen, auch wenn sie noch von Bibelkenntnis haben, echt nicht gebrauchen. Die Pharisäer hatten auch eine Menge Bibelkenntnis. Das muss angewendet werden, in Praxis. Und wenn deine Frau sieht, dass du das ernst nimmst, ist es einfacher für sie, dich zu folgen, wie du Christus folgst. Andersom, wenn du als Frau und Mutter das Wort anwendet, ist es einfacher für die Kinder, dich nachzufolgen. Weil du kannst etwas erwarten, weil die Kinder sehen, dass Mami unter Gottes Autorität steht und sich von Gott etwas sagen lässt. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, aber es muss mit Gott und mit dir anfangen. Und es muss jeden Tag. Nicht mal einmal am Predigen, wo es eine schöne Predigt gewesen oder Mittwoch, ja, war interessant. Aber dann hast du noch 5 andere Tage und dann musst du auch mit dem Wort etwas tun. Und ich bin immer überzeugt, dass wenn Gott dich direkt persönlich etwas gibt, hat es mehr Effekt, als wenn ein Pastor oder ein Prediger oder ein Evangelist etwas sagt. Es kann auch schon reinkommen. Aber wenn es direkt von Gott ist, dann weißt du, es ist von Gott gewesen, ich muss ein Titel machen in meiner Bibel und das, dann muss ich etwas mit tun. Dann Bibelstelle. Romano, 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, geht es auch wieder? Ja, es ist noch nicht deine Gehilfe, noch nicht. Das heißt, sie muss es alleine machen. Nein, es ist fast das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben hat gegeben. Also uns Gott das ewige Leben hat gegeben und solches Leben ist in seinem Sohn, wenn so Gott es hat, er hat das Leben, wenn so Gott es nicht hat, er hat das Leben nicht. Stimmt das, Sabrina? Ja. Wie geht's für das 13, ne? Ja, Zeugnis habe ich heute geschrieben, der Glaube an den Namen des Sohnes Gottes hat, dass er wusste, dass er das ewige Leben hat und dass er glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ein Mann muss immer das Beispiel sein, seht ihr? Du kannst eine Stelle extra lernen, als dass du denkst, dass du das Vater nehmen musst. Aber Cornel, Johannes 16, Vers 24. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bitte, und ihr werdet nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Ist es geschrieben? In 1. Johannes. Nein, Johannes Evangelium. Johannes 16, 24. War das korrekt, was ich gesagt habe? Was war es falsch? Also nur 5 stilige Stützen. Dann Sandra, 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch noch keine der menschlichen Versuchung betreten, aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern machet, dass die Versuchung so ein Ende gewinnen, dass es keine ertragen. Ist das geschrieben? 1. Korinther 10, Vers 13. Okay, und wir haben auch letztes Mal die Sache mit Gebet gemacht. Das war über Versuchung.
Gebet. Ich kann euch nun ermutigen, um dieses Gebetshand anzuwenden, die Sache mit Anbetung, Gott danken, Sünde bekennen und bitten oder Fürbitte tun für anderen und auch für dich selbst. Das hilft und da kannst du später wieder ausbreiten, Fürbitte für bestimmte Missionare, Evangelisten, Familie, Ungläubige, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Okay, dann hat jemand schon 1. Johannes 1, Vers 9 gelernt? Sabrina, ja, du hast ihn gelernt. Nein, Herr Mann. Also, wer uns das Unbekenntnis erfolgreich, dass uns das Unbekenntnis bleibt, stimmt das schon? Also, was bedeutet Bekennen von Sünde? Was heißt Bekennen? Ich habe Gott die Sünden sagen. Ja, mit Namen nennen. Mit Namen nennen. Das und das habe ich versagt. Und das ist ten fremd, aber wenn du dich bei jemandem entschuldigen musst, dann sagst du oft, ja, ich entschuldige mich, bitte verzeih mir. Aber du sagst eigentlich nicht, wofür du dich verzeihst. Und Gott sagt, nein, du musst es nennen. Und zu Gott sagst du, Gott, ich entschuldige mich für das, das, das und auch das, das und das, mit Namen. Und das ist so wichtig, dass es genannt wird und dann dadurch auch unter das Blut Jesus Christus kommen kann. Na, was tut er, wenn du deine Sünden bekennst, das ist deine Verantwortung, was tut Gott dann? Er vergibt uns unsere Sünden. Ja. Und dann, zweitens? 1. Johannes 1, Vers 9, wie ging er auch wieder? Schon gelernt? Er ist treu und gerecht. Um? Die Sünden zu vergeben uns und? Von was? Von unserer Untugend. Ja. Die Sünde oder so. Er reinigt alles weg, aber das muss bekannt werden. Und das klingt vielleicht einfach, aber das ist sehr, sehr wichtig. Heute habe ich wieder ein Telefonat bekommen von einem Ehepaar. Das ist die große Ehekrise, das ist in dieser Gemeinde. Aber das Problem da ist, in diesem Moment, dass beide verweigern, den anderen zu vergeben. Und weißt du, für Männer ist das, denke ich, noch einfacher auch. Weil ich habe viel Fußball gespielt und meine Güte, ich bin der Fußballfeld und dann knallt mal drin. Und hart, ich spiele hart, um es näher na Schlägerei. Und nach dem Match geduscht und trinkt man ein Bier mit dem Typ. Und das ist nicht ausrundlich für Männer. Aber bei Frauen oft, die möchten das auch tun, vermutlich. Aber die Frau hat einen Nachteil. Die hat einen Nachteil. Ihr seid gemacht von dem Fleisch des Mannes, von zijn beinen, zijn Fleisch, von der Rippe, sterker nog, die fünfte Rippe beim Herz. Ein Mann ist gemacht von was? Staub, Erde, Schmutz. Und darum haben wir kein Problem, dass wir was schmutzig aussehen, oder Zimmern, oder Toilette, oder was auch. Das ist bloß kein Problem. Maar allgemeine Frauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand hier leben kann. Und das ist mit Vergebung auch so. Weil ein Mann sagt, okay, jemand hat ihm etwas getan, okay, trink ein Bier danach, er hat sich entschuldigt, fertig, gehe weiter. Weil eine Frau möchte das sicher auch tun, aber die ist natürlich von Fleisch gemacht ursprünglich und ist deswegen viel mehr empfindlich. Die trägt das im Allgemeinen viel länger mit sich mit. Na, wenn er so ein Eheproblem hat, dann ist das Punkt, ja, beide sagen, sie vergeben einander, aber dann ist das Punkt, dass man es auch wirklich versuchen muss zu vergessen. Wenn der eine viel mehr an Gefühlswesen ist als der andere, ist es viel schwerer. Und ja, das ist auch eine Sache, womit man rechnen muss. Natürlich bei Gott, er vergisst es, zullen wir sehen. Und dat is wechselweise Osten vom Westen. Also unsere Sünden. Nou, erste Frage: Welche realistische Sicht hat Gott von Ihnen nach 1. Johannes 1, Vers 8 und Vers 10? Andrea, was hast du davon gemacht? Er weiß, dass wir Sünder sind. Genau, wir sind Sünder und wir sündigen. Das heißt, es hat keinen Sinn, dass Christus sagt, ich habe keine Sünde und ich habe nicht gesündigt. Und das ist wichtig, weil es gibt auch Christen, die sagen, ja, ich bin Christ und ich sündige nicht mehr. Wenn dann die Frau, den Mann oder die Kinder anschaut, dann sagen sie, ja, oder nein, das stimmt nicht. Er hat das, das und das heute falsch getan und gesündigt. 1. Johannes 1, Vers 8, 9 und 10 handelt über
Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die ein Christ hat zu Gott. Es geht hier nicht um die rechtmäßige Vergebung, was ich nur so sage. Es geht hier um die sprachliche Vergebung. Da haben wir das schon mal gehabt hier, wenn am Moment, dass ein Mensch ein Sünder ist, und hier ist er dann, und einmal durch Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnehmen, den hat er Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, die an ihn glauben, dann ist sie mit Gott versöhnt und dann ist die Sünde schuld auf ihm. Ich nenne das die gerechte Vergebung. Aber dann hat man hier noch, dass man sündigen kann als Christ. Und das ist nicht mehr gegen einen heiligen Gott, die die Strafe in die Hölle schickt. Das ist gegen Gott nur als Abba, liebe Vater, das wir heute besprechen in Galater 4. Und dann ist das, die tägliche Sünde bekennen, ist wichtig, um die Gemeinschaft zwischen einem Kind Gottes und dem himmlischen Vater aufrecht zu halten. Hat nie mit Rettung zu tun. Du bist einmal errettet, aber die Sünde bekennen, hat zu tun mit der Gemeinschaft, die Beziehung, die in Ordnung bleiben muss. Na, zweitens, was sollte deine Anstellung zur Sünde sein? Monika, was hast du bei Psalm 139, Vers 23 und Vers 24? Ich habe abgeschrieben, dass wir uns von Gott führen lassen sollen. Wir sollen uns verführen lassen, ja, in der Tat. Aber es gibt noch eine Sache. Schauen wir mal in Vers 23 von Psalm 139. Eigentlich ein sehr wichtiges Gebet. Und ab und zu, wenn man das betet, auch kann das ein wenig beängstigend sein, weil Gott zeigt dich ab und zu etwas, was überhaupt nicht schön ist. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Weg bin. Also Gott kann, wenn er sagt, wenn ich wirklich hier falsch gehe, zeig mir bitte, stopp mich. Ich habe es ein paar Mal gehabt in meinem Leben. Aber mir Gott war ich gestoppt. Mit uns zurückschauen, und sagen, das war gut. Eine ganz klare Führung, als ob man in eine Wand gefahren ist. Und das war Gott. Und ich habe nicht gesagt, das bewusst gebetet habe. Ich habe schon gesagt, Herr, zeige mich, ob ich hier recht oder falsch gehe. Und er hat es ganz klar gesagt. Dann Psalm 38, Vers 19. Sander, was hast du davon gemacht? Ja, ich hab vier an ihn ernährt. Also von denen ging der Eis bis drüben. Oh, die hast du noch nicht? Nein, den. Also ich habe schon, aber noch nicht gemacht. Oh, okay. Aber man hat es schon lange gemacht, das ist kein Problem. Man soll sich um seine Missetat sorgen. Also, er sagt, ich zeige meine Missetat an und sorge für meine Sünden. Das ist natürlich, also, ich referiere es mal an, das ist auch typisch. Gott, Psalm 38, 19, ich zeige meine Missetat an und sorge für meine Sünden. Das ist nochmal was. Der verlorene Sohn zum Beispiel, wenn er sagt, ich habe ein Mist gebaut, ich habe all mein Geld durchgejagt, dann sagt er, wenn er zu Sinne kommt, ich habe gegen Gott, gegen den Himmel und für dich, Vater, gesündigt. Zuerst sagt es Gott, ich habe gegen dich gesündigt. Ich muss als Kind Gottes mich mit dem lebendigen Wort entschuldigen. Es ist nicht recht, was ich zu dir für dich gemacht habe. Und da fängt echte Vergebung an. Und wenn er ein Problem in der Ehe ist oder mit den Kindern oder mit Kollegen oder wäre auch, dann ist das erste Punkt, dass du sagen musst, Herr, ich habe zu dir, will ich die Sache gut versagt. Es tut mir sehr, sehr leid, ich bitte um deine Vergebung. Und wenn das Herz dann stimmt, dann kann man in so einem Zustand auch zum anderen Person gehen. Na, die natürliche Konsequenz der Vergebung, was hast du davon gemacht zu bringen? Das ist bei Frage Nummer 3. Ich habe Barmherzigkeit. Genau. Gott zeigt dir Barmherzigkeit, ein erbarmendes Herz. Das Herz des Samariter, der barmherzige Samariter, hat sich erbarmet um diesen halbtoten Mann. Und der Priester und der Levit sind von der anderen Seite vorbei gekommen. Aber der Samariter hat sein Herz Erbarmen gezeigt. Gott zeigt Erbarmen an dir, aber was ist die Bedingung, Sabrina? Man muss sich bekennen. Und noch etwas. Das ist wichtig. Was eine Seite natürlich, du musst es nicht, wir sind nicht unsere Sünde bekennen. Das ist wahr. Man nennt es Benahme und dann zeigt man schon, dass man sich eigentlich schämt, um bestimmte Sünde
zu bekennen. Aber das Zweite ist, es lassen oder nachlassen. Und das sind die zwei Bedingungen für Gottes Barmherzigkeit. Nou, we waren als letztes Mal 1 Korinther 10, 13, dass es noch keiner der menschlichen Versuchung uns gegeben ist. Das heißt, du hast die Kraft nun, um nicht mehr an die Sünde zuzugeben und nachzugeben. Bekennen und dann lassen. Also, unter das Blut brengen ist die Schuld weg. Und lassen ist, dass man zeigt durch die Kraft des Herrn, dass man nicht mehr die Macht der Sünde nachzufolgen. Und, vierte Frage, wie wird Gott im Psalm 86, Vers 5 beschrieben, Monika? Alle, die ihm anrufen, das ist die Bedingung, ja, auch ihm anrufen. Also am Moment, dass, schau ich mal an, im Psalm 86, am Moment, dass er anruft und sagt, Gott, ich habe so versaut, ich habe so mich versündigt, und du rufst jemanden, dann zeigt er seine Güte und seine Gnade. Psalm 86, Vers 5. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte, alle, die dich anrufen. Und oft ist es so, wenn du mit die Schuld zu ihm kommst, dann erfahrst du seine Gnade. Wenn er es nicht bringt, um seinen Namen anruft, dann erfahrst du es auch nicht. Und ab und zu hat man die Neigung, wenn man etwas falsch macht, dann zieht man sich zurück, weißt du, man sagt nichts. Man muss eigentlich gerade zu Gott oder zu einem anderen gehen und sagen, hey, das habe ich falsch gemacht, tut mir leid, müssen mir das vergeben. Ich kann so weitergehen. Dann finde ich die Frage, welche Grundlage beruht die Vergebung ihrer Sünde, Cornel? Durch das Blut Jesu, habe ich da geschrieben. Genau. Das Blut Jesus alleine. Die andere Referenz ist Kolosser 1, Vers 14. Ich sage eigentlich genau das Gleiche. Aber dort ist in der neuen Bibel das Blut Christus Christus rausgeschnitten. Das Blut Jesus Christus ist sehr wichtig. Das war der Preis. Das war nicht sein Tod, das war sein Blut. Das Blut ist der Preis, wodurch die Sünde weggetan ist. Ohne das Blut soll die Sünde nicht weggetan werden. Beim Alten Testament, sagen wir, bevor das Kreuz, Sünde wurde nicht weggetan. Also nicht hier. Also hier, wir sagen ja, hier nicht. Die Seele, das Blut wird erlöst. Nicht im Alten Testament, aber hier schon. Das heißt, wenn ein Körper hier stirbt, hier, der geht in Grab, die Seele, die geht hier in den Himmel. Im Alten Testament, wenn ein Mensch hier gestorben ist, dann ging seine Seele hier in het Paradies oder Abraham's Schoß. Das Blut ist sehr wichtig. Das Blut Jesus Christus. Und wenn er immer sagt, Gott, ich habe es wirklich versagt, beansprucht das Blut. Auch wichtig, weil der Teufel ist der große Anklager und er kommt immer zurück. Immer. Und er kann auf keine Chance, wenn das Blut Jesus Christus beansprucht. Das braucht er zu tun. Weil es macht nicht aus, egal, du bist, gehst mal auf die Schnauze und dann musst du wissen, der Teufel kann er nicht. Ja, mein Bruder gehabt, die feine Bruder, Bibelschule gemacht, Straßen gekriegt und so weiter. Okay, ein Fehler gemacht, nun ist noch immer nicht in die Gemeinde. Weißt du, warum nicht? Ja, lass den Anklage ihn vollkommen fertig machen. Der arme Beispiel des Blutes ist Christus nicht. Das ist eine individuelle Sache. Nicht zu unterschätzen. Dann Hebräer 10, Vers 12. Andrea, was hast du da als Grundlage für die Vergebung deiner Sünden? Genau, und was der geschrieben in Hebräer 10, das geht ewiglich. Das ist sehr wichtig, das wird natürlich verneint von Rom, aber das Opfer ist ewig. Und er sagt, es ist vollbracht. Bedeutet das? Es ist vollbracht. Tief, hè? Ein Katholik versteht das nicht. Die denkt, ja, jeden Sonntag, morgen, even muss ich wieder das Fleisch Jesu Christi essen, in die Messe, in de Hostie. Aber Gott sagt, das Opfer ist eins und für ewig, es ist vollbracht. Wie dreimal gesagt in Hebräer, in der Bibel spricht Vers 10, 12 und 14. So. Es ist immer gut, zum Kreuz zurückzugehen. Manche, es ist schwer, Sünden, die sie bekannt haben, wirklich als vergeben anzusehen und sie nicht weiter schuldig zu fühlen. Gott denkt anders.
Wie denkt Gott dann, Sabrina, nach Hebräer 10, 17? Ich habe geschrieben, kennen, vergeben, vergessen. Ja, vergessen. Ja, ik denk ze niet meer. Ze zijn weg. Dat is schwer voor ons, maar we denken, gebonden aan tijd, dat heb ik damals dat en dat in God of zo en zo gemaakt. En God zegt, ik denk ze niet meer. Also, ze zijn weg. Wie dan? Dat is goed. Ben je dan, neem me maar aan, de machtsaanzager zou zijn. Als Christ. Dan is het bekend. Oké, okay, nou. Wanneer we onze zonden bekennen, is het dan gerecht, zonder de vreemdhand te zijn van de ontmoet. Is het weg. Maar we hebben een gehirn wat nog af en toe daaraan denken kan. Dat misschien is. Om de aanklager die wijst het af. Dus die komt en zegt, het was enigszins gemaakt, ha, je bent al gaan lozen, also, je kan nog aan, je hebt niets. Schat maar ze weer gemaakt, je bent überhaupt niet te redden, en Christus doet zoals nog niet. En gaat zo weiter. Maar wat doet ze dan? Ik ben overtuigd dat de vrouw gaat in de richting van God, bij Job, en zegt, schat maar, was zo en zo hier gemaakt. Und Gott schaut nach unten und sagt, ich sehe nur meinen Sohn in diesem Christ. Also, das haben wir ja alles gemacht. Ich sehe nur das Blut meines Sohnes. Das Blut, der Sohn ist eins Prinzip, reinigt von aller Sünde. Also von Gott bist du sündlos, so du niemals gesündigt hast. Von dem Teufel und eigenen Gedanken auf, wie ist er in der Vergangenheit? En dus zelfs terug, wat we in de Lukasvergadering besproken hebben, laatste zondag, en de vlugebeest, en de pflugst, en de zelfs terug, is niet geëigend voor het Rijk Gottes. Je moet niet terugschouwen, je moet naar voren schouwen, op de Heer schouwen, en vooral op zijn bloed schouwen. Also, ik gedenk ze niet meer, en die zullen ze ook niet gedenken. En in de beziehung is het bestens, lieve broeder en zuster in de Ehe ook, holen den Dreck niet meer naar op. Wenn ihr mal ein Problem habt miteinander oder es geht nicht gut, was auch, fang nicht an, in die Vergangenheit wieder Dinge auszuholen. Sag, aber du hast damals das und das und das gemacht. Das ist nicht weiß. Das tut Gott auch nicht. Wenn du zu Gott kommst, sagt er auch nicht, ja. Verruf, du kannst schon wieder mit deinen Sünden beginnen, aber weißt du was? Lass es doch nicht sagen, hast du das mal ein paar hundert Mal gemacht. In die Sinne, na, ich sage einfach, bekenne sie, ich tue es weg. Und das ist auch so unter anderem in einer Ehe. Leren een ander te vergeven, leren ook te vergessen. En daar is de wind verbonden, is die siebte vraag, Epheser 4, vers 32. Andrea, wat hast du daarvan gemacht? Freundlich und einander herzlich vergeben. Maar wie moest du vergeben? Schau das mal nach, in Epheser 4, vers 32. Bitte lees das mal. Dat is sehr wichtig, wie du vergibst. Wie möchte Gott, dass du vergibst? Gleich wie Gott uns vergeben hat. Okay, wie hat Gott dich vergeben? Was war die Bedingung für vergeben? Wenn wir unsere Sünde bekennen, das ist die Bedingung. Sie tun gerecht, und sie sind die Vergebung zu reinigen von aller Unschuld, aller Ungerechtigkeit. Alles. Und er redet auch nicht mehr, richtig? Also wenn jemand kommt und sagt, hey, ich tut mir leid, ich möchte eine Vergebung fragen. Okay, dann kannst du sagen, ja. Aber dann sagt er, hey, ja, aber du musst die Person vergeben, wie ich dir vergeben, ich vergeben habe. Vergiss alles, vergiss genau. Ja. Praktisch weiß ich, das sind Gefühle, das Schmerzen. Du kannst nicht in einem anderen Moment wieder mit jemandem umgehen, wenn er gerade vergeben befragt, das ist klar. Aber du musst die Einstellung haben, um zu sagen, ich will dir dich vergeben. Man muss auch zeigen, dass du eine Hand nimmst oder zum Gehen sagt er, gut, ich umarme dich, das ist gut. Und dann gibt Gott dir die Gnade, dass die Gefühle auch übereinstimmen mit was du hier bekennt hast, um eine Person zu vergeben. Das ist sehr wichtig. Und du musst nicht vergessen, dass die meisten Leute in St. Gallen ungläubig sind. Weißt du, was hier das größte Problem ist? Sie haben Bitterkeit gegeben. Gott, sie können indirekt Gott oder direkt an andere Menschen nicht vergeben, was diese Person sie angetan hat. Und Christ haben auch das gleiche Problem. Sie haben Dinge mitgemacht und sagen, das verzeih ich sowieso niemals. Das ist eine Frage. Das ist gut, gute Idee. Aber dann verstockt das Herz, da kann der Heilige Geist nicht ein Mensch mehr gebrauchen.
Also lernen zu vergeben, aber lernen auch an anderen zu vergeben, wie Gott dich in Christus vergeben hat. Er hat alles vergeben. Nou, anzuwenden. Ich kann es mal Gedanken machen. Zu wem musst du gehen, um vielleicht Vergebung zu fragen? Das kann sein. Du sagst ja, ich habe mich gegen Gott, aber auch gegen Eltern, Kinder, Familie, Freunde, Bekannte, Kollegen. Da und da, damals, in das und das spezifisch versündigt. Vielleicht muss ich zurückgehen und mich entschuldigen oder in Ordnung bringen. Ich weiß noch, wenn ich gerade zum Glauben komme, habe ich eine Menge Briefe geschickt und all mein Geld war auch weg, weil ich musste auch einiges in Ordnung machen. Und Dinge, die ich gestohlen hatte, muss ich alles zurückbringen, in Ordnung machen und so weiter. Und wenn er gut zwei Jahre später durfte ich meestal ein paar Jungs von Herrn führen. Und einer war ein Spieler in Casinos. Und sein Hobby war, um Kleider und Zeug zu stehlen in Geschäften. Auf dem Land in Groningen. Na, ich hatte einmal angerufen und gesagt, ja, ich bin zum Glauben gekommen, aber weißt du, ich kann nicht schlafen, weil ich habe so viele tausend hier gestohlen, so viele tausend von einem Freund gestohlen und in den nächsten 10 Geschäften allerlei Kleidung, Jacke und Hose gestohlen. Was muss ich tun? Ich sage, weißt du, wie das war? Ich sage, ungefähr, das war so viel Geld. Ich sage, na, nimm das Geld von der Bank ab und gehe dort zu ihm zurück und sage, ich bin so und so, ich habe damals das und das gestohlen und ich muss dort im Büro. Ich habe es auch gemacht, 2 Jahre davor. Ich bin mitgegangen im Auto. Das große Kerl, so. Ja, alle Geschichte ist hingegangen. Ja, ich war am Ende des Morgens, naast von Schwyz, hat alle, wo er sich erinnern konnte, das Geld genommen, was ich damals gestohlen hat von dem Wagen, sich entschuldigt, das habe ich falsch gemacht. Und die letzte, die hat ihm eine Flasche Wein noch gegeben, hat gesagt: Ja, was jeder das tun sollte, dann. Wäre ich schon froh, ja, hat er eine Flasche Wein extra bekommen, hat er nicht getrunken, aber das war eigentlich eine Art von, wo der Herr gesagt hat, ja, das ist gut, was du gemacht hast. Aber ich muss erst selbst zu meinen Eltern, Familie, Freunde, Kollegen aller Typen und dann kommt Gott sagen, dann kannst du auch einen anderen Mann darin was unterstützen, die das gleiche Gewissensproblem hat. Zu anderen gehen, aber ab und zu vielleicht auch Wenn Leute dich verletzt haben, ist es ab und zu gut, da auch hinzugehen und sagen, hey, das war nicht recht. Und das wissen sie vielleicht nicht mal. Aber das Wichtigste ist, dass du nicht einfach eine große Bitterkeit hinterlässt in deinem Herzen, für was du oder ein anderer eigentlich gegen Gott gesündigt hast. Wenn das doch immer da ist, du kannst noch so viel schneller lernen, aber das hilft nicht viel. Und du sagst, ja, was ist es dann? Bitte de Herr, dass in dein Herz erforschen und untersuchen und das er dich mal offenbart, was nicht recht ist. Und nochmal, das ist das Fundament für eine gute Ehe, eine gute Beziehung in der Familie, zwischen Kindern, Eltern oder Mann und Frau, das ist das Allerwichtigste. Nicht so sehr, wie viel Kenntnis du hast, aber wie dein Herz ist. Okay, nächstes Mal tun wir die Winterstudien über gewisse der Führung. Und danach bekommt ihr das zweite Teil, das ist noch 8 Studien und gleiche Prinzip über andere Themen, aber wir doen einfach 1 in de Woche, das reicht schon. Und nochmals, nehmen die Zeit, um die Stelle zu lernen und auch zu überdenken. Nicht nur, dass du das auswendig gut sagen kannst, aber auch zu überdenken und anzuwenden. Dann möchte ich noch mit euch durchgehen die Offenbarungweg, das ist wie de Römerstraße. Offenbarungsstraße kann man sagen. Das ist een hand van één Buch, das Evangelium erklären. Hier komen die Referenzen. Du kannst anfangen mit Offenbarung 21, Vers 8. Dort lesen wir den Verzagenhaber und Ungläubigen, den Gräulichen und Totschlägen und Huren und Zaubern und Abgöttischen und allen Lügnern, deren Teil wird sein in einem Pfuhl, die mit Feuer und Schwefel brennt. Welches ist der andere Tod? Das heißt, wenn jemandem sagt, ja, bin ich überhaupt ein Sünder, stellst du die Frage, hast du mal gelogen? Einer der 10 Gebote sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Hast du mal gelogen? Wenn er sagt nein, dann sagt er, du hast gerade gelogen, bist ein Lügner. Aber wenn er sagt ja, dann kannst du sagen, ja. Was macht es dir dann? Jemandem, die lügt. Wenn du lügt, ist ein Lügner. Sterker noch, du lügst, weil du bist ein Lügner. Lüge macht dich
kein Lügner, aber du bist ein Lügner, deswegen lügst du. Und was ist die Zukunft dann? Dem Pfuhl, die mit Feuer und Schwefel brennt, welches ist der andere Tod, zweite Tod? Das ist die Beschreibung von einem Ungläubigen der Offenbarung. Dann Offenbarung 14, Vers 7. Zweite Referenz, Offenbarung 14, Vers 7. Er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist. Komme und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Gott fürchten, ihm die Ehre geben und ja, den Herrn Jesus Christus, kann man sagen, heute anbeten. Das ist eine wichtige Sache für ein Ungläubiger, um nahe zu Gott zu kommen. Obwohl der Lemes natürlich nicht gerade stimmt, das ist klar. Aber ich möchte mich beschränken zu Offenbarung hier, da kannst du dann was einfühlen. Offenbarung 20, Vers 11 bis Vers 13. Ich sah einen jungen, großen, weisen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht vor die Erde und der Himmel und innen war keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan und ein anderer Buch wurde aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach den Schriften, den Büchern, nach ihren Werken. Und was mehr gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jährlicher nach seinen Werken. Und du kannst fragen, wie sind seine Werke? Sind die genügend vor Gott oder nicht? Und sind da misschien vielleicht auch ein paar Sünden bei, dass du nicht gerade recht vor Gott stehen kannst? Gehen wir zurück nach Offenbarung 14, Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, da sie das Tier haben angebetet und sein Bild, und jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Also diejenigen, die in die Hölle gehen, die haben keine Ruhe Tag und Nacht. Die Qual geht auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, die Hölle ist für ewig. Warum, sagst du? Die Sünde gegen einen Menschen, gegen einen Gott, die ewig ist, ist deswegen auch ewig. Dann hört die Hölle auf, oder Pfuhl des Feuers auf, wenn Gott aufhört zu existieren. Dann wann hört er auf zu existieren? Nie. Das ist Alpha und Omega. Dann zurück zur Offenbarung 20, Vers 15 dieses Mal. Dann kannst du dir die Frage stellen, steht dieser Name geschrieben in diesem Buch des Lebens? Weil, so jemand nicht war erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der war geworfen in den vorigen Pool. Ja, wenn er nicht geschrieben ist in diesem Buch des Lebens, dann ist das deine Bestimmung für ewig. Die vorigen Pool. Dort gehst du hin. Nou, dan hebben we genügend slimme zaken gehad. Kun je als positiever eens bedenken. Offenbarung 1, vers 7. Dort wird gesprochen van Jesus Christus. Zie, er komt met den Wolken. En es werden ihn sehen alle Augen, und die ihn gestochen haben. En werden heulen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Also einmal komt den Herrn zurück. Und alle Völker sollen ihn sehen. Jetzt hebben we einmal gestochen und komt er zurück. Offenbarung 2, vers 13. Ja, fangen wir an mit Vers 16. Tut Buße. Wo aber nicht, so werde ich die bald kommen und mit den Kriegen durch das Schwert meines Mundes. So Gott, wenn ich kein Buße tut, hast du ein Problem mit Gott selbst. Buße tun. Das heißt, Buße von deiner Gerechtigkeit und umkehren zu Gottes Gerechtigkeit, sein Sohn Jesus Christus. Offenbarung 5, Vers 2. Ich sah einen starken Engel predigen mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Na, welche Person ist würdig? Der Einzige, die das sein kann, ist der Herr Jesus Christus. Moment, ich habe hier einen Fehler gemacht. Das war nicht Offenbarung 5. Entschuldigung, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe Offenbarung 1, Vers 7 gesagt, glaube ich. Es muss 1, Vers 5 sein. Entschuldigung, ja. 1, Vers 5. Von Jesu Christo, welche ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und ein Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Ich kann es erklären, die Sündenschuld kann rein gewaschen werden, weggetan werden durch das Blut von Jesus Christus. Und danach, nicht Kapitel 2, aber Kapitel 5, Vers 9. Entschuldigung, Kapitel 5, Vers 9. Der neue Lied in Himmel gesungen und da wird gesagt, du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, seine Siegel,
Denn du bist erwürget und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zungen und Volk und Heiden. Also das Blut Christi möchte dich kaufen von der Macht von Satan, weg von der Sünde auf diese Welt und bringen zu das Herz Gottes als himmlischen Vater. Dann am Ende von Offenbarung, Offenbarung 21, Vers 6. Er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des Leben, lebendigen Wassers, umsonst. Also Gott möchte das ewige Leben geben und es ist umsonst, es ist gratis, es ist Gnade, nicht aufgrund von Werken des Gesetzes, die du getan hast. Offenbarung 21, Vers 6. Und dann ein Kapitel weiter, Offenbarung 22, Vers 17. Da ist die Einladung, die du dann ein Ungläubigen geben kannst. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens ist umsonst. Ist eine Gnadegabe Gottes. Aber du musst zu ihm kommen, zu einer Person kommen. Nicht zu einem Ding, einer Kirche, sondern zu einer lebendigen Person. Und schlussendlich, Offenbarung 3, Vers 20, dann kannst du sagen, ja, bist du bereit zu kommen, um das Wasser des Lebens aufzunehmen, um von deinen Sünden reingewaschen zu werden. Wenn er sagt ja, dann kannst du ihn zu Offenbarung 3, Vers 20 mitnehmen. Ende von Vers 19 lesen wir, tu Buße, hör auf eigene Gerechtigkeit zu vertrauen. Vers 20, siehe, sagt Jesus Christus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimmen hören will und die Tür aufhört, zu dem will ich eingehen. Und das Abendmahl mit dem Handeln mit mir. Abendmahl ist eine Art von Gemeinschaftsmahlzeit, die der lebendige Gott, Jesus Christus, die Himmel und Erde geschaffen hat, mit dir persönlich haben möchte. Aber du alleine kannst die Tür deines Herzens auftun. Die Klinge ist an der Innenseite. Wenn du durch Glaube im Herzen und mit dem Munde bekennen, diese Tür auftut und seinen Namen anruft, dann kommt er rein und kann dich mit seinem Blut waschen von all deinen Sünden. Das ist die Offenbarungsstraße, Offenbarungweg. Ich tue es relativ schnell. Aber wenn du die Referenz einfach aufgeschrieben hast, dann kannst du ohne Probleme eine halbe Stunde Zeit nehmen, um eine Stelle zu lesen, das zu erklären, zur nächsten Stelle zu gehen. Und damit verbunden kannst du, wenn du möchtest, immer so eine einfache Illustration zeichnen. Ich habe noch gestern Abend gezeigt, an einen jungen Mann, ich denke, er war ungefähr 20 Jahre alt, Michael, und hat ihn aufgenommen. War bereit, auch eine Sache, er muss bereit sein natürlich, aber es war klar, eine Illustration mit Bibelstelle ist sehr hilfreich. Okay, das ist eigentlich das Wichtigste. Nächstes Mal nehmen wir dann die Studie Nummer 5, Gewissheit der Fülle, und versuchen, diesen Tagebuch von verschiedenen Zeit was einzufüllen. Und vielleicht kann man dann am Ende die Wochenergebnis was so besprechen, was du möchtest umsetzen, was der Herr dir gezeigt hat. Okay, nehmen wir eine Pause. Und bevor ich es vergesse, we hebben hier nog die vragen van Galaterbrieven, van deze maand. Galater kapitel 1 bis kapitel 3. Dat is voor...